Hallo Freunde, es ist Montagmorgen. Ich habe gerade schon ein Video gedreht. Mir ist richtig warm mit Jacke, denn die Sonne scheint hier wieder auf mich drauf, obwohl es gar nicht so warm ist. Aber mit dunklen Klamotten wird es halt schnell heiß. Und heute wieder mal ein Video aus der Rubrik Unnützes Wissen. Und zwar das zweite. Ihr mochtet ja das erste, da dachte ich mir, da müssen wir direkt bei anknüpfen. Aber zwischendurch noch, ich versuche die Brille einmal abzunehmen. Aber die Sonne scheint so sehr, es kann sein. Ich halte es das Video nicht durch, aber ich will ja nicht respektlos erscheinen. Erst einmal danke. Am Freitag war ich bei der Aufzeichnung der 100. Folge von Fernsehkritik TV, quasi im Sinne von DVD-Kritik. Ich da. Und hier ein Bild, wie ich mit Holger und Mario vom Pantoffelkino TV einfach zusammen da auf der Aftershow im grünen Salon bin. Sehr schöner Abend, hat sehr viel Spaß gemacht mit Oliver Kalkofe und vielen, vielen mehr. Ich wollte eigentlich einen Vlog machen, aber ehrlich gesagt, man durfte während der Veranstaltung nicht drehen, deswegen kommt dabei doch kein tolles Video rum. Okay, das war das Intro und heute kommen wir zum unnützen Wissen Teil 2 und zwar eine User-Version. Also Dinge, die ihr unter den ersten Teil geschrieben habt oder auf Facebook auf meinen Post geschrieben habt für unnützes Wissen. Seid ihr heute quasi voll dabei hier in dieser Rubrik drinne und könnt unter dieses Video genauso weiteres unnützes Wissen schreiben und dann kommt ihr ganz bestimmt vielleicht ins nächste Video dieser Rubrik. Und vorneweg, ich habe die Dinge oft nicht besonders ausgiebig jetzt recherchiert, aber was soll's, man sollte vielleicht nicht alles glauben, aber ein paar Sachen, die ich lustig fand, habe ich mir rausgeschrieben und es sind damit 10 Fakten heute, die man nicht wissen muss, aber bei denen es witzig ist, wenn man sie weiß. Nummer 1 hat mir geschrieben Schokoladus und zwar ohne zu wissen, die Kreuzung zwischen einer Tomate und einer Kartoffel, also die Tomoffel, erzeugt überirdische Tomaten und in der Erde Kartoffeln. Das finde ich spannend, oder? Man hat eine Pflanze, die macht Tomaten und Kartoffeln. Und ich habe es recherchiert. Das geht wirklich. Aber man kann sie nur ein Jahr lang haben. Im zweiten Jahr, man kann keine Samen mehr draus ziehen. Also, ich bin ein Tomoffel-Fan. Und das klingt also süß. Tomoffel. Heute Tomoffeln im Angebot. Was soll's. Okay, Nummer 2. Von unnützes Wissen kommt von New Idea of Beauty. New Idea of Beauty. Mann, Robert, bist du bescheuert. Okay. Und sie schreibt, ich hoffe, es ist eine Sie, in Washington ist es gesetzlich verboten, Elche aus einem Flugzeug zu werfen. Das heißt ja, solche Gesetze entstehen ja oft erst aufgrund eines Präzedenzfalls. Jemand hat mal einen Elch aus dem Flugzeug geworfen, wahrscheinlich. Naja. Ach, komm. Wer braucht schon den Elch? Wir schmeißen ihn aus dem Flugzeug. Okay. Nummer 8 kommt von Uta Schn. Und die schreibt, oder Uta Schn, ach keine Ahnung, schreibt, Oktopusse haben einen Lieblingsarm. Das finde ich lustig, wenn ich dann so 8 Arme habe und dann, ja, welcher ist dein Lieblingsarm? Ja, meiner ist der dritte von rechts und deiner, ja, der hier hinten links. Oktopusse haben einen Lieblingsarm. Sehr schön. Nächster Beitrag eines Nutzers von euch ist von Fernnutzer und der schreibt, mit Freiheitsstrafe wird bis zu 5 Jahren bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht. Ja, wer die verursacht, ist ja meistens so nah dran, dass sich das sowieso erledigt hat, aber 5 Jahre für eine atomare oder nukleare Explosion? Ist jetzt nicht gerade viel. Ich frage mich, ob das jetzt in Deutschland gilt oder woher das hat. Na egal. So, nächster Fakt von Vera 1994. Starker Username. Schreibt, Kakerlaken können 9 Tage ohne Kopf überleben. Ja, das stimmt, das wusste ich. Und dann verhungern sie. Lustig, oder? Mann, Mann, Mann. Ohne Kopf überleben. Kakerlaken sind sowieso die anpassungsfähigsten Wesen. Habt ihr das gewusst? Egal was passiert, sie können sich am schnellsten anpassen und werden am wahrscheinlichsten überleben. Okay, nächstes wichtiges Zitat aus unnützes Wissen kommt von Nini Love the Mentalist und er, sie, es schreibt, die hat mir ganz viele Fakten geschrieben oder er, sie, es hat mir ganz viele Fakten geschrieben, aber ich fand den ersten lustig, den ihr ja hier die ganze Zeit eingeblendet auch dann seht. Es gibt eine Ziegenart, die umkippt, wenn man sie erschreckt und in Ohnmacht fällt. Da gehst du zu einer Ziege, da! Und erschreckst die und dann kippt die sofort um. Was machst du, wenn du so in einer Herde von Ziegen stehst? Oder sagt man überhaupt Herde? Der Hirte hütet die... Ist egal. Zumindest 30 Ziegen, machst ein lautes Geräusch und dann kippen sie alle um und dann liegen sie alle da. Das ist lustig. Ich glaube, ich müsste mal zu so einer Ziegengruppe gehen und darüber einen Vlog machen, wie ich sie erschrecke und wie sie alle umkippen. Das wäre doch witzig. Na gut, okay. Die nächste Sache, die man nicht wissen muss, aber durchaus wissen kann, kommt von Puma D Sunny XD. Und er, sie, es schreibt, auch wieder mehrere Fakten, glaube ich, aber ich fand den ersten lustig. Es ist nicht gegen das Gesetz, aus dem Gefängnis auszubrechen. Na, das finde ich aber auch fair, weil es ja irgendwie Freiheitsberaubung.
Bescheuert. Aber ich frage mich auch hier, für welches Land gilt das eigentlich? Nehmt die Fakten nicht zu ernst, vielleicht stimmen sie ja nicht. Dann auf Facebook hat mir geschrieben, Dominik, der Große, schreibt mir, Panda-Bären pinkeln im Handstand. Das wäre auch so eine Sache. Das wäre witzig, wenn man das selbst mal ausprobieren würde. Und das würde wahnsinnig daneben gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist man irgendwie ein bisschen angepisst. Zumindest habe ich das auch ein wenig recherchiert. Und das stimmt übrigens nur für die Männchen. Die Männchen, die männlichen Panda-Bären pinkeln im Handstand, um ihre Wiese so hoch wie möglich zu markieren. Und das finden die Weibchen richtig, richtig toll. Stell dir vor, das wäre im Menschenreich so. Die Männer pinkeln im Handstand und die Frauen daneben. Wow, das hast du richtig, richtig weit oben angepinkelt. Das wäre der Hammer. So, dann noch Maren Schaal schreibt mir auf Facebook. Entschuldigung, dass ich hier unten gucke, ich muss es ja hier auch ablesen. Anatideophobia ist die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Es gibt ja echt die merkwürdigsten oder die merkwürdigsten Namen für Krankheiten oder Symptome. Aber die müssen ja auch mit einer gewissen Häufigkeit vorkommen, damit man der Sache überhaupt erst einen Namen gibt, habe ich das Gefühl. Das heißt, es gibt eine Reihe von Menschen auf dieser Welt, die sind wahrscheinlich mal zum Psychologen oder sonst wohin und haben gesagt, diese Ente, die guckt mich andauernd an. Ich fühle mich richtig bedrängt von dieser Ente. Ja, es gibt tatsächlich ein Krankheitsbild, das beschreibt, wenn man Angst davor hat, von einer Ente beobachtet zu werden. Ganz groß. Und mein 10. Fakt und einer der lustigsten, die ich überhaupt finde, ist, kriege ich von Neapolea auf YouTube geschrieben, die US-Fluggesellschaft American Airlines sparte in einem Jahr rund 30.000 US-Dollar nur, weil man im Salat der ersten Klasse eine Olive weggelassen hat. Ist das nicht großartig? Man lässt eine Olive weg und zack, 30.000 Dollar, neues Auto. So ist das. So, es wird mir doch zu hell. So, Freunde, das waren 10 Fakten mal wieder. Ich hoffe, ihr mochtet auch heute diese diesen zweiten Teil dieser Rubrik. Etwas mehr im Chiller-Modus, glaube ich, als letzte Mal. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr lustiges, unnützes Wissen habt, wenn ihr Dinge aufklären könnt, für welche Staaten das zum Beispiel geht mit dem Gefängnis oder ob es wirklich mal jemand, wie wirklich mal jemand ein Elch aus dem Flugzeug geworfen hat. Ich bin offen für weitere lustige Fakten. So könnt ihr im nächsten Video sein. Schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr noch Tolles wisst. Aber bitte nicht nur Schwachsinn, vielleicht sogar mit Erklärung. Dann weiß ich direkt mehr und dann seid ihr dabei. Und das war's für heute von mir. Der Tag hat gerade begonnen. Es wird ein wunderbarer Tag. Ich wünsche euch noch einen tollen Montag, Freunde. Und ja, solange sage ich, macht es gut. Bis ganz bald und tschüss.